Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder ganz, ganz viele kleine einzelne Telefonschnipsel mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video ausgereicht haben. Doch zeigen sie sehr, sehr gut auf, was wir da für Menschen am Telefon haben. Und dass es definitiv um Betrug eigentlich im eigentlichen Sinne geht, wenn man zwischen den Zeilen liest. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Guten Tag, meine Zuckerstange. Was möchtest du mir denn schönes, süßes verkaufen? Ne? Hallo? Ja? Hallo und schon guten Tag. Kann ich bitte mit Herrn Zog sprechen? Ja. Ich grüße Sie, Olivia ist am Apparat von der Firma Grow Prime. Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz schnuckelig. Hat heute schon Berg gemacht. Nochmal bitte? Ja, ich habe heute schon einen Berg gemacht. Also, ich melde mich, um ein paar Informationen Ihnen zu geben, wie es bei uns funktioniert. Ja. Brauchen Sie eine Duftprobe? Tja, das sind so die typischen Gespräche, die man dann wohl mit einem Betrüger am Telefon führt. Ich weiß es nicht. Die hat ja hier von Anfang an schon wieder nicht zugehört. Eieieiei. Tja, aber die wollen euch halt die Trading-Produkte verkaufen. Na Prost, Mahlzeit. Guten Tag. Na, was möchten Sie denn verkaufen? Nix. Naja, da ist wohl jemand nicht so geschäftstüchtig. Ja, sowas haben wir denn tatsächlich auch das ein oder andere Mal an der Strippe. Einfach niemanden, der irgendwas sagt, aber einfach mal durchtelefonieren. Manchmal verbringen die Betrüger gerne ihre Pause auf meiner Leitung, habe ich das Gefühl, um, weiß ich nicht, einfach nur ihre Zeit ein bisschen zu verschimmeln. Ja, oder die verbraten halt ihre Arbeitszeit und tun so, als wären sie fleißig. Ich weiß es nicht genau, aber kommt halt hin und wieder mal vor. Guten Tag. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Mhm. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Ich melde mich von London Stock Exchange und ich habe gerade Ihre Daten bekommen, dass Sie Interesse gezeigt an Online-Trading. Mhm. Haben Sie schön abgelesen und schön die Daten eingekauft. Ja. Mhm. Schönen Tag, dann wünsche ich Ihnen. Scheiß Betrüger. Halt mal. Such dir mal einen anständigen Job. Ja, irgendwas Sinnvolles, anstatt den ganzen Tag dann. Tja, also da haben wir ja eine ganz nette wieder am Telefon gehabt. Sobald sie merken, dass man hier wohl kein Geschäft machen kann, benehmen die sich ja immer wieder komplett daneben. Tja, also trifft zumindest für einige der Betrüger zu. Nicht alle, es gibt ja auch ein paar nette, aber die meisten Betrüger benehmen sich halt auch einfach so. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Puschi. Ja, Lulu Puschi hier. Herr Lulu Puschi, Nina Maas am Apparat, Kontoberaterin von der Finanzielle Börse. Herr Puschi, ich kontaktiere Sie bezüglich wegen Ihrer Anmeldung auf dem unserer Bitcoin-Werbung. Sie haben Ihr Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Richtig, ja? Ja, da bei Amazon, ja. Bei der Amazon, genau. Herr Puschi, ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin. Ich bin verantwortlich für Ihre Handelskonto. Du pass mal auf, dass das Betrug ist, das wisst du, glaube ich, selber, ja? Bitte? Dass das Betrug ist, wisst du, glaube ich, selber, oder? Schnuckiputzi? Was für ein Betrug, was meinen Sie? Na, der war du da gerade machst. Das ist das erste Mal. Herr Puschi, Sie sind angemeldet worden auf dem Amazon, ja? Die ist so blöd, die versteht nicht mal, was ich ihr sage. Fehlt es eigentlich? Bei dir ist irgendwie eine Schraube locker, wa? Nö, nur, dass sie nur stumm gemacht. Und quatscht aber nicht mit mir. Ist doch noch in der Leitung, Puschi. Ja. Immer noch eine Leitung, Puschi. Glaubst du doch nicht, dass irgendeiner Lulu Puschi heißt. Tja, so ist es, ne? Es wird dir Hirn hinten runtergefallen. Gut, dann leg ich mal jetzt auf, ja? Tschüssi! Der absolute Wahnsinn. Also ich sag ja eigentlich schon von Anfang an in dem Gespräch, dass es ja kein seriöses Gespräch werden kann und die versucht es dann erstmal weiter. Interessant. Und dann, anstatt aufzulegen, macht sie einfach nur ihr Mikrofon stumm. Wahrscheinlich, weil sie sich auch wieder gedacht hat, dann kann sie noch ein bisschen Arbeitszeit von sich selbst verplempern, damit der Chef bezahlt. Ich meine, einerseits ist es ja gut, dann verschwenden die selbst ihre Zeit. Aber der absolute Wahnsinn, was da so für Leute am Telefon sind. Und ich kann mich immer nur wiederholen, die sind die rufen von einem angeblichen Finanzmarkt an und wollen seriös sein. Ja, schaffen es aber nicht mal im Ansatz. Guten
guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Herr Toffel. Emilia, mein Name ist ich rufe Sie von ExpressTrade.com an. Das ist eine Online-Trading-Plattform. Also ich habe gesehen, Sie haben sich bei uns ein Online-Handelskonto registriert, ja? Deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Wann habe ich das denn gemacht? Wie bitte? Ja, wann habe ich denn das gemacht? Also glaube ich, Sie haben eine Webanzeige gesehen. Und dann, Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Adresse ein Handelskonto registriert. Ja, wann denn? Also, vor 4 Tagen. Das stimmt nicht. Okay, das ist gelogen. Woher weiß ich Ihre Daten, Ihre Handynummer und Ihre E-Mail-Adresse? Ja, haben Sie irgendwo gekauft. Nein. Doch. Haben Sie kein Interesse? Ich habe kein Interesse an so einer Betrugsfirma. Das stimmt nicht, ja? Doch, das stimmt. Habe ich bei YouTube gesehen. Das zeigen da ganz viele Leute. Echt? Ja, da gibt es ganz viele Videos. Das ist komisch, ja. Hm. Okay. Wenn Sie kein Interesse haben, tschüss. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ja, tschüss, Betrüger. Also nochmal, die rufen hier angeblich vom Finanzmarkt an und benehmen sich eher wie unterbelichtete Hohlbirnen am Telefon. Ich weiß es nicht. Ich meine, die nette Tante hier, die haben wir ja tatsächlich schon öfters gehabt. Die Stimme kennt man schon. Also quietschig sind sie ja alle irgendwie, aber so ein bisschen unterscheiden tun sie sich ja dann doch alle. Aber es ist einfach nur wahnsinnig und traurig, dass das wirklich funktioniert und dass die auch vor allem mit diesem Benehmen tatsächlich einfach durchkommen. Ja, guten Tag. Was ist denn da im Apparat? Hallo, spreche ich mit Toffel. Was? Hallo, spreche ich mit dem Jean Toffel? Ja. Super, mein Name ist der Michael Berger, ich rufe an von der Finanzabteilung bei GEMA Pros. Wie geht's Ihnen? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich versuche, Ihnen zu helfen, oder wollen Sie nicht, dass ich Ihnen helfe? Aha, das spielt eine Rolle, wie es mir geht, wenn Sie mir helfen wollen. Schauen Sie, ich habe wirklich keine Zeit zu verschwenden. Es tut mir leid. Ich versuche Ihnen zu helfen und Ihnen das Geld auszuzahlen, ja? Das hier ge... Nee, Sie meinen, Sie wollen das Geld mir aus der Tasche ziehen. Sie wollen das Geld aus der Tasche ziehen, ich versuche Ihnen das Geld zurückzuschicken. Ich wollte gerade nach Ihren Bankdetails fragen, um Ihnen das zu schicken. Ja, Sie sind wünschen, ein Betrüger. Betrüger. Super, ich bin ein Betrüger, wenn Sie das sagen, und ich wünsche Ihnen immer noch alles Beste. Nee, das wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, du verreckst. Oh, okay. Ciao. Wiedersehen. Na, das ist ja wirklich sehr nett, dass er mir noch alles Gute wünscht und mich darauf hinweist, dass er mich ja oder mir ja alles Gute wünscht. Aber letztendlich ist er nichts anderes als ein Betrüger wie alle anderen, die hier bei uns auf der Leitung anrufen. Tja, denn dafür ist die Leitung da. Und jeder, der hier anruft, der kann nur irgendwas Komisches im Sinn haben. Denn legale Anrufe, die gibt's auf der Leitung hier nicht, weil ich mich nicht auf seriösen Plattformen anmelde. Ich melde mich ja nur auf Seiten an, wo dann sowas hierbei rauskommt. Tja, also jeder Anruf, hier definitiv irgendwas Unseriöses, wenn vielleicht nicht automatisch Betrüger. Unseriös sind sie alle, die hier anrufen. Und, naja, nicht wirklich legal ist es auch alles, was die hier machen. Tja, und vieles davon sogar höchst strafbar und kriminell. Aber es interessiert die alle nicht. Die tun so und denken, die sind die besten Messiasse, die uns hier alle den Geldsegen beschaffen. Also wenn dem so wäre, dann frage ich mich, wo unser Reichtum ist. Also, ne? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn? Kuckuck, Reichtum, wo bist du? Also hier nicht. Keiner da. Tja, könnte daran liegen, dass das alles Quatsch ist, was der hier erzählt. Guten Tag. Hallo? Ja. Guten Tag. Meine Name ist Lars. Ich rufe Sie wegen der köstlichen Registrierung an. Wegen der köstlichen Registrierung? Ja. Schauen Sie mal, es geht um Online-Trading. Ja, und ich sehe, dass Sie haben köstlich bei uns registriert. Ja. Richtig, oder? Ja, wo denn? Hallo? Ja, wo denn? Hast du doch nicht mal gesagt, bis jetzt. Du kannst doch nicht also, bei Bitcoin, Krypto. Er ist immer noch nicht gesagt, wo.
Ja, schauen Sie mal, Sie wohin? Haben Ihr Interesse an Bitcoin gezeigt, okay? Ja, wo das denn? Rufe ich Sie an. Ja, und ich habe jetzt 536, weil ich frage. Bei der Werbung. Ja, bei der Werbung ist bei keine der Aussage. Werbung. Kann es sein, dass da irgendwas fehlt in Oberstübchen? Das ist locker. Ja, besonders intelligent sind wir nicht, wahr? Herr Reiniger, sagen Sie mal, ist es, sind Sie aber haben Sie dich gerade aus dem Mülltonnen geholt oder wo kommst du her? Ja, so also, sind Sie dafür interessiert, oder? Kriegt man noch Antworten? Reiniger, schau mal. Ah, da fehlt an Intelligenz. Sie haben zweimal sich mit verschiedenen Nummern registriert, ja? Okay? Wusstest du, dass und der Bratwurst ich, rund ist? Ich habe Gefühl, dass momentan Sie zeichnen den Anruf auf, okay? Nee, ich habe das Gefühl, dass dein Gehirn einfach nicht ganz mit Sauerstoff versorgt wurde. Ich glaube, du hast zu lange der FFP2-Maske getragen. Kann das sein? Okay, schauen Sie mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, auf jeden Nein, Fall. Danke nicht, du Betrüger, Lady. Na, da hat sie tatsächlich das Gefühl, dass ich den Anruf aufzeichne. Na, wie kommen sie denn auf sowas? Also so eine ausgeflippte Idee noch da. Oh, gucke mal. Da fällt's schon auf, dass wir von der Scambaiter anrufen. Es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass die mittlerweile sich schon echt in die Hose kackern, ne? Dass so gut wie jedes Gespräch von einem Scambaiter kommen könnte. Das sind ja hier nur die ganzen vielen kleinen Kurzen, die übergeblieben sind, aber es gibt ja trotzdem auch noch lange Gespräche, die ihr zwischendurch ja immer mal hört. Ja, aber es ist schon Wahnsinn, dass das mittlerweile immer mehr auffällt, weil die sich quasi in Hose scheißen. Weil die haben echt schon mittlerweile überall die Panik, dass hinter jedem Telefongespräch ein Scambaiter lauern könnte, der das Callcenter wieder hops nimmt. Und deswegen versauen sie es sich lieber von Anfang an gleich, wenn sie das Gefühl haben, dass der Kunde vielleicht nicht so ganz mitspielt, wie man sich das vorgestellt hat. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist definitiv, dass die dann dadurch sicherlich weniger Umsatz machen, weil sie sicherlich auch das ein oder andere Betrugsopfer, was es hätte werden können, wegschießen. Tja, also ich würde sagen, können wir uns alle mal auf die Schulter kloppen, ne? Ja bitte, wie kann ich denn behilflich sein? Das Wort. Ja, und auch das war wieder der komplette Inhalt des ganzen Telefonats. Vielleicht gibt's den ein oder anderen von euch, der mir mal in die Kommentare schreiben kann, was die da eigentlich von sich gegeben hat. Also Deutsch war's, glaube ich, nicht. Sicher eigentlich nicht. Ja, vielleicht kann's wieder einer von euch übersetzen, was sie da von sich gegeben hat. Fand sie ja irgendwas wieder lustig. Hat sie mich damit gemeint oder wen anders, ihren Kollegen? Haben sie sich da gerade wieder schmutzige Witze im Hintergrund erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie das Gespräch gleich beendet. Manchmal machen die das, weil sie sich gerade einfach noch privat unterhalten wollen und gerade eigentlich gar keine Lust haben, mit irgendjemandem zu erzählen, deswegen drückt man halt den Kunden direkt weg. Vielleicht hat sie aber auch einfach am Namen oder am Datensatz gesehen, dass, ja, das hier wohl kein seriöses Gespräch werden kann. Kommt ja auch das ein oder andere Mal vor. Tja, genau wissen werden wir es alle nie, aber auf jeden Fall ist es lustig, dass sie die Gespräche immer mal wieder selber beenden und dadurch halt hoffentlich weniger Erfolg haben. Wer stört? Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Spreche ich mit Herrn Voldemort? Ich melde mich von der London Stock Exchange und ich habe gerade gesehen, dass Sie Interesse gezeigt an Onlinehandel. Ja, beschäftigen wo ich Sie? Gemacht? Wie bitte? Wo habe ich das denn gezeigt? Sie haben eine Anmeldung gemacht. Wo denn? Bei dem globalen Börsen. Wann denn? Wie bitte? Wann denn? Ich habe Sie nicht gehört. Nochmal bitte. Ja, wann? Wie wann? Ja, wann habe ich die Anmeldung gemacht? Also, letzten Monat haben Sie das Anmeldung gemacht. Ich habe Sie angerufen, nur damit ich mit Ihnen ein paar Informationen mitteilen. Beschäftigen Sie sich jetzt? Nee. Okay, und sind Sie darüber informiert, wie das geht und wie das funktioniert? Nee. Sind Sie nicht. Okay. Kann ich mit Ihnen ein paar Informationen mitteilen, wie mit unserer Firma funktioniert es? Na dann los. Okay, also unsere Firma heißt ltdfx.com. Und für die neuen Kunden, die also keine Erfahrung mit globaler Börse haben, also wir haben das Möglichkeit, dass wir werden Ihnen eine
Broker, eine professionelle Broker geben, damit er für Sie also die ganze Arbeit machen und dann Ihnen belohnen, damit Sie das also selber oder später selber machen können. Und auch also für die Kunden, die keine Erfahrung haben, geben wir das Möglichkeit, damit sie uns testen. Was bedeutet das? Also für jedes Kapital, was wir zum Beispiel von uns investieren, sie werden 50% Bonus bekommen. Und mit diesem Bonus können wir eine Woche für sie arbeiten, damit sie uns testen können. Wie werden wir für sie arbeiten? Und in einer Woche Zeit, dann können Sie eine Auszahlung probieren von unserer Seite. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann können Sie weiterarbeiten. Wenn nicht, dann können Sie sagen, okay, Laura, ich will nicht mehr mit Sie arbeiten und Sie können sofort aussteigen. Und wie viel kann man da verdienen? Wie bitte? Wie viel kann man da verdienen? 20-30% ist für Sie. Von was? Wie bitte? Von was? Positionen eröffnen und Positionen schließen. Für eine Position können Sie 30 Euro. Am Tag können Sie 3-4 Positionen eröffnen und können Sie 120 Euro zum Beispiel. Also nicht jedes Tag ist gleich, aber Sie werden also Geld verdienen. Mhm. Für jede Position, was Sie eröffnen. Haben Sie da auch schon investiert? Wie bitte? Haben Sie da auch schon investiert? Ich habe ja. Ich habe schon. Also vor einer Woche habe ich 400 Euro gewonnen. Mhm. Möchten Sie, dass ich Ihnen jetzt also mein Unternehmen zeigen kann, den Namen von meinem Unternehmen und wo wird also das Handelskonto sein? Ja, wie heißt denn das Unternehmen? Wie bitte? Wie heißt denn das Unternehmen? ltd-fx.com. ltd-fx.com. Ja. Dann gucke ich mal hin. Okay. Und dann war sie plötzlich einfach weg. Obwohl ich doch gerade das machen wollte, was sie möchte. Das verstehe ich irgendwie nicht. Hat sie sich einfach direkt aus dem Staub gemacht, obwohl wir noch gar nicht fertig waren mit unserem Gespräch. Aber 20-30% am Tag Gewinn. Na, ich glaube, das bedarf eigentlich schon keine weitere Ausführung. Bei 20-30% Gewinn am Tag zahle ich da 250 Euro ein und bin dann in 1, 2, 3 Jahren Multimillionär? Ich weiß es nicht, wie man sich das so vorstellt. Also rechnet da keiner nach, wenn da ein Opfer am Telefon ist? Ich meine, gut, sicher nicht. Das schnelle Geld ist halt natürlich das Hauptanliegen, ne? Hauptsache schnell ans Geld kommen, ja, und nichts für tun. Aber dann braucht man sich auch am Ende nicht wundern, wenn dann, ja, sowas bei rauskommt. Weil so, wie die hier auch einfach mitten im Gespräch auflegen, so sind die nachher auch einfach weg, wenn ihr das Geld eingezahlt habt. Natürlich, wenn ihr das Geld gerade einzahlt und die sind noch am Telefon, dann kann es natürlich schon sein, dass sie euch noch ein bisschen was vorspielen, damit der Betrug nicht gleich auffällt. Aber grundsätzlich ist das so, ihr habt da eingezahlt und dann sind sie nach ein paar Tagen tot. Gibt's hier auf dem Kanal tatsächlich auch schon ein Video, wo die Einzahlung vermeintlich geklappt hat. Und die Firma hat sich nach 2 Tagen oder eigentlich direkt schon danach nicht mehr gemeldet, obwohl sie noch einen Rückruf versprochen haben. Der kam dann schon nicht mehr. Rückrufbar sind die ja nicht, weil die Rufnummern sind ja gefälscht. Und die Webseite, die war tatsächlich dann auch nach 2 Tagen komplett offline, sodass das Geld eigentlich überhaupt nicht mehr erreichbar ist. Also es gab ja nicht mal eine Anlaufstelle, da die Webseite ja auch offline war. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ja, hallo. Guten Tag, hier ist die Deutsche Karies-Beratungsstelle. Ein wunderschönes guten Tag. Matthias Nowak am Apparat. Aus welchem Drecksloch rufst du denn an? Wie bitte? Aus welchem Drecksloch du anrufst? Rufe ich Ihnen aus Österreich an. Ach, verglückt. Wo Sie natürlich eine schlechte Erfahrung mit Onlinehandel schon mal gehabt hätten. Nee, haben wir nicht. Noch nicht? Die einzigste schlechte Erfahrung ist du. Wie bitte? Du bist die einzigste schlechte Erfahrung. Wieso denn mal? Kann ich Ihnen gucke in den Spiegel, dann weißt du es. Wie bitte? Ich sage, gucke in den Spiegel, dann weißt du es. Ja, ist ein Spiegel.
Seine Spiele. Ja, du magst Ziegen, ne? Nein, du bist eine Ziege. Nee, du magst ja die Ziegen. Ja. Du bist Zingerficker. Ja, nee, das bist ja du. Also, ehrlich zu sagen, bin ich deine Finanzberater mit nee. Den höchsten Filialen. Du bist maximal lächerlich, aber nicht Finanzberater. Nein, nicht so. Nix lächerlich. Ja, lächerlich ja, bist du. Ja, dann erzähl mir doch mal was vom Finanzmarkt, dann kann ich dich auslachen. Okay, kann ich Ihnen ja gerne erklären, aber Sie ja? sollen einen Betrag, eine Einzahlung tätigen. Ja. Und wer macht sowas? Das machen doch bloß dumme Leute. Warum dumme Leute? Warum haben Sie diese Meinung, du kleine Hurensohn? Warum hast du diese Meinung, ein kleiner? Warum hast du diese Meinung? Nur weil du doof bist und ein Betrüger. Ich bin Betrüger oder Sie sind ein Hund? Nee, du bist Betrüger. Ich meine, guck dich doch mal an, da wo du da sitzt, in Albanien, in irgendeinem Drecksloch. Wo sitze ich? Ja, in Albanien. Sitze bei deiner Mutter, du verfickte Hurentochter. Mensch, ich sitze in Deutschland. Du kannst dich aber schön artikulieren. Ich sitze in Österreich mit den Hauptfilialen in Wien. In, guck mal, da lacht Hauptstadt. Sich da schon im Hintergrund aus. So peinlich ist das, was du da von dir gibst. Das ist doch. Nein, keine Lacht. Keine Lacht im Hintergrund. Der kann doch, der glaubt doch keine Sau, was du da von dir gibst. Das ist doch komplett albern. Was ist das? Das ist doch nur lächerlich. Mein lieber Kunde, auf jeden Fall, wenn Sie kein Geld haben, es ist nicht ein Problem. Auf jeden Fall arbeite ich. Ich kann ja mehr Geld haben als du, weil du hast es ja nötig, die Leute zu bescheißen. Nein, das mag ich also ja warum machst gar du denn, warum machst du denn so einen widerlichen Job, wenn du da angeblich so ein tolles System hast, wo du reich wirst? Hm? Warum hast du da nicht selbst investiert und bist reich geworden? Hat ja scheinbar nicht funktioniert, wa? Das sage ich Ihnen ja. Auf jeden Fall, wir spielen auch auf dem Markt. Ich als deine Finanzberater. Das heißt Markt. Ja, natürlich. Nicht wir spielen Market. Ja auch. Markt. Wie bitte? Okay, deine. Erzähl da deinen Quatsch da weiter. Deine Aktien mit meinen Aktien sind nicht gleich, weil ich komme aus Italien. Ich weiß nicht, ob Sie mal. Albanien. Was? Hört sich zwar genauso an, aber ist was anderes. Nein. Muss man dir ja erklären, ja, ich weiß. Das okay, wo ist alles nicht so Jans Alena auf der Kette. Aber ich meine, wir wissen ja, dass du jetzt nicht unbedingt so dolle hier. Okay, wo wohnst du in Deutschland? Wo wohnst du in Deutschland? Ich meine, sicherlich hast du bestimmt früher öfters beim Rollstuhlfahren mit der Nase auf die Straße gebremst, weil irgendwoher muss ich ja kommen. Das verstehen wir ja alle. Aber was wir nicht verstehen ist, warum du die Leute bescheißt, weil das ist halt. Nein, das mag ich ja nicht. Nein. Warum du Menschen um ihr Geld betrügst, die so schon nichts haben. Wisse, versuch's doch einfach bei deiner Familie. Dann erzähl doch deine Familie deinen Quatsch. Dann bräuchtet ihr alle das Geld nicht, wenn ihr da reich werdet mit dem ganzen Blödsinn. Ein kleiner Moment. Kannst du dir dieses peinliche Telefonieren aufsparen. Und schon hat sich das alles erledigt. Aber da wir alle wissen, dass das... Ein kleiner Moment, du verfickter Hurensohn! Ein kleiner Moment! Das haben wir ja nur auch schon festgestellt. Fick deine Mutter, du Bastard! So ist es halt, ne? Ich schwöre es dir, du bist... Von halt Leute irgendwie zu ein kleiner Moment, du kleiner Hurensohn! Ich schwöre es dir! Okay, wo wohnst du in Deutschland, treffen wir uns und fick ich deine Familie und deine Mutter und Oma und Opa und Schwester und große Oma und große Vater und fick ich... Und biege ich dich in Arsch, in Mund, in Ohren, in keine Ahnung, deine Mutter, in Muschi, in Arsch, in Mund, in Ohren, in Nase, in Haare, überall. Also diesem netten Herrn haben wir ja wohl, glaube ich, den Rest gegeben. Tja, er hat hier definitiv wieder bewiesen, von was für einer Firma er anruft. Also ganz sicher nicht von irgendeiner seriösen Trading-Plattform. Denn dann würde er, glaube ich, nicht seine sexuellen Geschichten da schon wieder auspacken. Das nehmen sie sicher irgendwie alle irgendwie nicht. Tja, beleidigen können sie alle super und irgendwas haben die damit, weiß ich nicht, Geschlechtsverkehr innerhalb der Familie. Ich weiß es nicht. Warum die jedes Mal mit sowas kommen? Tja, wahrscheinlich, weil sie drauf stehen. Ich weiß ja nicht, ob das die Gepflogenheiten in deren Familien sind. Aber so, wie die sich benehmen, ist da wohl leider drauf zu schließen. Ich weiß es nicht. Aber das sind die Leute vom Finanzmarkt, die professionellen Profitrader, die euch reich machen wollen. Tja, also, was haben wir schon gehört hier? 30-40% am Tag, 100% am Tag, 100% Bonus. Also, da machst du aus 100 Euro, machst du 200 und dann machst du am Tag daraus 400 Euro. So stellen die sich das hier alle vor. Tja, also,
Bei so einem System, da würde ich doch direkt einzahlen. Also, wenn es funktioniert. Aber es tut's ja nicht, weil es ist unlogisch. Weil, ja, es ist einfach, da muss man doch nur seinen Menschenverstand einschalten. Ach Mann, ich weiß es nicht. Also, die sind doch wirklich so unterirdisch. Tja, und das Traurige ist, es zahlen wirklich Menschen dort ein. Und genau die wollen wir davor schützen, dass niemand da sein Geld drin versenkt, in solchen Firmen. Oh Mann, tja, das mit den Beleidigungen zum Schluss immer. Ich meine, letztendlich bin ich ja irgendwann gewohnt und die lassen mich ja hier auch mittlerweile total kalt, die Beleidigungen. Weil, tja, wenn man das jeden Tag hier am Apparat hat, tja, da fässt man sich eigentlich nur noch an den Kopf und fragt sich, wie solche Menschen auf unsere Welt kommen. Was läuft bei denen eigentlich verkehrt, dass die so, ja, mit anderen Menschen umgehen? Also was bewegt einen Menschen dazu, so zu reagieren? Und was bewegt einen Menschen dazu, andere Menschen ja zu bestehlen? Also das Geld einfach direkt aus ihrem Portemonnaie mit Anweisung rauszuklauen. Teilweise ja sogar mit Anydesk auf dem Computer, dann ist es ja noch schlimmer. Dann hat man eventuell noch Daten verloren. Es ist einfach wahnsinnig dramatisch. Tja, schauen wir mal zum nächsten Gesprächspartner. Ich glaube, der ist auch nicht viel besser. Du, mein kleiner Stift. Fick deine Mutter und fick deine alle. Verfickte Hurensohn. Ja, mach doch selber mit deiner Mutter, wenn du das so toll findest. Wo wohnst du in Deutschland? Das ist aber schon ein bisschen eklig, ne, wenn man so mit der Eltern so das mag, ne. Ich meine, das von dir kommt. Wo wohnst du in Deutschland? Zeigt ja auf jeden Fall. Ich schwöre dir, wenn du vor mir bist, sieg ich deine Familie, okay? Ja. Wir werden uns sehen. Dein Name habe ich. Dein Nachname habe ich. Deine Hauptsätze habe ich. Fick deine Mutter dann, okay? Oh, hast du das auswendig gelernt? Oh, das soll dein Mutter machen. Oh, nicht du. Da hast du ja so richtig schön aus. Ja, der nächste Anrufer war genau der gleiche Anrufer, nur nochmal. Also er hat mitten im Gespräch einfach aufgelegt und direkt nochmal angerufen, um dann nochmal seine sexuellen Wünsche durchs Telefon zu kotzen. Tja, also was soll denn das eigentlich? Tja, ich meine, klar ist der jetzt vielleicht ein bisschen angepisst, dass wir ihn hier Scam gebaitet haben, aber tja, das berechtigt ihn ja trotzdem nicht zum Anruf, denn schon alleine der erste Anruf war ja eigentlich nicht legal. Und dann ruft er an und beleidigt noch ein bisschen, dass die sich dabei ja eigentlich strafbar machen. Also wenn man Leute einfach aufs unterste Niveau am Telefon beleidigt, ohne dass man die kennt, sowas nennt man Beleidigung. Erfüllt auf jeden Fall einen Straftatbestand. Also soweit ich das jetzt weiß, ne? Also es interessiert die aber überhaupt gar nicht, weil, tja, die sitzen irgendwo da, wo man sie höchstwahrscheinlich nicht bekommen kann. Natürlich kann man den einen oder anderen Betrüger fassen, wenn die Behörden da ordentlich drin rumwühlen in diesem Kakerlakensumpf, dann, ja, aber das Problem ist, wie überall, es fehlt einfach an der Kohle. Und wenn es kein Geld gibt, tja, dann gibt es auch keine Ermittlungen, weil einfach zu wenig Personal. Einen wunderschönen guten Tag. Mit welcher Evolutionsbremse spreche ich denn da? Hallo, how are you? Ah ja, genau, mit dieser Evolutionsbremse. Was müsstest du denn heute aus deinem Gesicht fallen lassen? I speak with Mr. Andreas Scott. Ja, das ist aber sehr intelligent, was er da so von dir gibt. Ah, du kleiner Hund. Ich wollte ein bisschen Spaß haben mit dir. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, deine Mutter. Ja, das ist schön. Soll sie dir zuwinken? Ja, kannst du wieder nicht, ne? Bist ja fehlvoll, aber seine Birne. Wie bitte? Ja. Wen möchtest du denn sonst noch so grüßen? Wo ist deine Mutter, habe ich gesagt. Ja. Die sitzt doch gerade auf dir. Neben dir? Nee, auf dir. Sagst du seiner Mutter, dass sie soll ihnen blasen? Ja, aber die sitzt doch bei dir, also kannst du ja doch selber sagen. Nein. Doch? Ja. Und sonst so? Ich habe eine Frage an sie. Nee, die wird aber nicht beantwortet. Ich habe mal eine Frage an dich. Nur eine Frage, ja. Ich lege auf. Ist dein Gesicht genauso hässlich wie deine Ausdrucksweise? Eine Sekunde. Wie ist besser für dich? Gehst du in Schule oder Blasen? Ja, ich glaube, da ist irgendwie eine Gehirnstörung bei dir, wa? Wie gesagt, ich vermute Sekunde, immer noch, dass du Snickers angeflogen kommen, was dir gefroren war. Das ist absolut, das hört sich absolut nach Snickers-Schaden an. Oh, ich frage das dir auch, ist absolut totalitärer Snickers-Gehirnschaden. Tut ich mir ja sehr leid, aber ich kann das ja auch nicht ändern. Ne? Der Tag, an dem mein Snickers in seinem Gehirn verschwand. Ich frage Ihnen nur eins. Ja, du kannst doch gar nicht mal reden. Was willst du denn da überhaupt fragen? Egal, ne? Ich sage ja, egal, genau. Hauptsache einfach irgendein Dünnschiss vor sich her geblabert. Muss ja nicht mal Sinn machen. Hauptsache, wir haben irgendwas ins Telefon gerülpst, ja? Mehr kannst du nicht. Och, Mensch.
Ist ja niedlich mit dir. Das ist ja wirklich herzallerliebst. Mensch, du kleine Schnuckelpuffer. Schnuckelpuffer. Ne? Ganz gut, ja. Wenn du was machen kannst, dann ist es scheiße labern. Und das kannst du richtig prima. Das ist ja auswendig gelernt alles, ja? Schön. Naja, aber muss ja auch armselige Menschen auf dieser Welt geben, ne? Ja, ja. Ich kann ja nicht nur die mit den Hirnschaden geben. Muss ja auch ein paar armselige sein. Weil irgendwoher ist es halt... Ja, und dann war ich ihm wohl wahrscheinlich überlegen. Ich weiß es nicht, weil er hat ja dann nicht mehr so wirklich mit uns gesprochen und das einfach so über sich ergehen lassen. Tja, also dafür, dass er vorher so eine Großschnauze war und er ja eigentlich ziemlich viel zu sagen hatte in dem Gespräch, war er dann ziemlich, weiß ich nicht, zurückhaltend auf einmal. Schade. Ich dachte, den kann man noch ein bisschen aus der Reserve locken, weil eigentlich, tja, hat er ja gut mitgespielt, ne? Also zumindest mit dem, was er da so von sich gegeben hat, war er lustig. Tja, aber auch maximal nur lustig. Nee, eigentlich ist es traurig, dass wir da solche Leute am Telefon haben. Tja, ich weiß es nicht, was man da großartig zu sagen soll. Die wollen euch irgendwelche Trading-Geschichten verkaufen. Das Problem ist halt an der Geschichte, tja, man weiß ja, was man da kriegt, ne? Viel interessanter finde ich allerdings auch, wie oft er jetzt hier schon angerufen hat. Es ist ja jetzt hier tatsächlich auch das dritte Mal, dass er sich ja bei uns an der Leitung ausheulen will. Weiß ich nicht. Also die müssen doch da irgendwie viel zu viel Freizeit haben, wenn die ganze Zeit die Kunden noch am Telefon noch zusätzlich zu dem ganzen Scheiß noch ein bisschen belästigen können. Ja, bitte. Hier hatten wir mal wieder ein ganz kurzes, knackiges Gespräch aus einem Callcenter, wo die Geräuschkulisse eindeutig schon wieder das verraten hat, was wir vermuten. Das können bloß Betrüger sein, die hier bei uns auf der Leitung anrufen. Tja, wir wissen es ja eigentlich auch, weil, tja, letztendlich verteile ich die Daten ja nur bei unseriösen Seiten. Aber schon höchst interessant, was da eigentlich für eine Geräuschkulisse ist. Ich weiß es nicht, ob der jetzt hier einfach wieder direkt ganz schnell aufgelegt hat, weil er mit uns nicht sprechen wollte. Ja... Auf jeden Fall rätselhaft. Ja. Hallo? Okay, gib mir eine Uhrzeit, wann kann ich Ihnen versuchen? Ja, hier an der Stelle war ich jetzt leider mal nicht so richtig zu verstehen. Ich habe der netten Betrügerin hier eigentlich lediglich nur gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Meine Leitung war da wohl auch in dem Moment ein bisschen komisch. Passiert. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay, bitte gib mir eine Uhrzeit, dann kann ich Ihnen noch einmal versuchen, weil das ist sehr wichtig für Sie. Herr Exwell, hallo? Tja, das war tatsächlich die gleiche Tante schon wieder. Man sagt denen, ich habe jetzt keine Zeit und man legt dann auf, weil es hat den Tatsachen entsprochen und sie ruft einfach knallhart nochmal an. Tja. Und fragt nochmal nach. Jo, sehr seriös. Natürlich war das jetzt hier nicht die höfliche Art und Weise von mir, wie ich das Gespräch jetzt hier quasi beendet habe. Aber dadurch, dass ich weiß, dass das eh alles Betrug ist, naja, kann man sich das auch schon fast klemmen, noch irgendwie nett zu denen zu sein. Aber schon interessant, da rufen die einfach wieder an, um einen dann nochmal weiter voll zu lutschen. Tja, weil die Datensätze ja wohl teilweise schon ein bisschen Geld kosten. Ganz umsonst werden die das ja wohl auch nicht alles haben. Klar, wenn man seinen Datensatz das erste Mal einträgt und die erste Firma dann den Datensatz von euch bekommt, dann haben die den kostenlos, weil ihr den Datensatz denen geschenkt habt. Aber die werden ja dann weiterverkauft an die weiteren Callcenter, die euch dann im Anschluss anrufen. Ja, guten Tag, grüß dich, Herr Reichmann hier. Herr Reichmann hier, wie geht es Ihnen? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Ihnen, Herr Poppe. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich bin Kontomanager. Es geht über Online-Trading, Herr. Aha. Warum reden Sie mit mir in dieser Methode? Was haben Sie? Sie haben mit mir gesprochen und mit meinem Assistenten. Ich bin der Kontomanager, Herr Reichmann hier, von FCM Group. Oder ja, vielleicht, die bekommen viele Anrufe. Ich möchte Ihnen normalerweise informiert über das Konto, was Sie registriert haben. Trading, Online-Handel. Öl, Gas, Kryptowährungen, Indizes. Ja, und wozu brauche ich das? Bitte? Wozu brauche ich das? Kannst du mit mir über das Konto sprechen, Entschuldigung. Ja, habe ich doch. Ich habe doch gefragt, wozu brauche ich das? Bitte? Wozu brauche ich das?
Haben Sie Computer dabei, Herr? Nee, einen Computer kann man nicht dabei haben. Das nennt man da einen Laptop, wenn man den dabei haben soll. Laptop haben Sie? Nee, einen Computer kann man nicht dabei haben. Das ist grammatikalisch falsch. Aha, okay. Wo sind Sie gerade? Gästezimmer. Jetzt im Wohnzimmer. Entschuldigung. Und jetzt im Flur. Und jetzt im Büro. Okay. So, kannst du bei dem Computer, habe ich Ihnen gesagt, selbst anschauen, wie erwähnt, warum habe ich Sie angerufen, über dieses Trading? Nee, habe ich jetzt keine Lust. Online-Trading ist kaufen und verkaufen, mein Freund. Wir haben gekauft ein Produkt mit einem günstigen Preis und jetzt wir haben eine Nachforschung für dieses Produkt und jetzt wir verkaufen das, damit wir ja gute Profite erwirtschaften. Deswegen habe ich Sie angerufen. Mhm. Und das glauben viele Leute? Wie Sie? Nee, ich nicht. Warum nicht? Ja, weil das Abzocken und Betrug bei euch ist, meine ich. Wo ist dieser Scheiße Betrug? Zeigen Sie mir. Ja, yes. Hört man schon an deiner Aussprache. Ah, mein Gott. So Leute wie Sie, was früher schlechte Erfahrungen gehabt, reden jetzt mit dieser Methode. Sie haben eine schlechte Erfahrung. Warum legst du mit mir in dieser? Ja, hab ich ja nicht. Mein Gott. Wie Sie möchten, kein Problem. Ich bin hier nicht für die Nahrung zu spielen. Doch, ihr seid ja Betrüger. Und dann hat der nette Betrüger das Gespräch, wie so oft, einfach informationslos beendet. Tja, was will man eigentlich von denen auch großartig erwarten? Ist ja klar, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann legen sie einfach auf. Und vor allem finde ich es immer wieder ekelhaft, dass sie dann darauf rumreiten, dass man angeblich schon irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat. Tja, und so ist es höchstwahrscheinlich auch, wenn sie die Leute anrufen, dass da ziemlich viele dabei sind, die dann bockig reagieren, weil sie schon vorher angerufen wurden und dann dadurch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber interessant, dass die automatisch immer gleich darauf schließen. Tja, und dann braucht man doch nicht fragen, ob das Betrüger sind, weil, woher wissen die denn, dass ich angeblich eventuell vielleicht vorher schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe? Ich meine, wenn ich jetzt zur Bank gehe, dann sagt mir ja die Banktante auch nicht, mit dem Konto müssen wir mal gucken, sie haben doch vielleicht schon mal bei einer anderen Bank falsche Erfahrungen gemacht. Ganz logisch, richtig extrem logisch. Oh Mann, tja. Dass die sich damit selbst verraten, dass das Ganze Betrug ist, weil sie einfach selbst darüber Bescheid wissen, dass das Betrug ist. Und deswegen schließen die auch darauf, dass man schon mal betrogen wurde, wenn man so reagiert. Tja, ist ja ganz logisch. Also die entlarven sich jedes Mal selbst. Unsere netten Blitzbirnen. Ganz, ganz traurig. Ganz, ganz furchtbar, was da passiert. Ich hoffe, dass niemand von euch darauf reinfällt oder reingefallen ist. Ich weiß, die meisten hier auf dem Kanal ist ganz klar, wenn man die Videos schon kennt, dann sollte das wohl eher weniger passieren. Da legt man ja wahrscheinlich schon aus Reflex auf oder denkt sich was anderes Schönes aus, um die loszuwerden. Aber tja, teilt daher sehr gerne meine Videos mit allen Menschen, die ihr kennt. Auch mit denen, wo ihr denkt, die sind schon informiert oder die brauchen sowas nicht. Zeigt's denen wenigstens mal, damit sie es gesehen haben, was da für Leute anrufen. Also es geht ganz schnell. Und das sind ja hier auch nur Beispiele. Das Gespräch, was ihr vielleicht mal führen würdet, würde natürlich auch anders verlaufen als hier, wie es auf dem Kanal ist. Ich meine, klar, das machen wir hier für YouTube und das ist es einfach, dadurch, dass ich es jeden Tag mache, rede ich sowieso anders mit den Betrügern, als ihr es tun würdet. Ist halt einfach so. Aber, tja, man sollte auf jeden Fall wissen, wenn man so jemanden dran hat, dass man da lieber ganz schnell wieder auflegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer keine Videos mehr verpassen möchte, drückt gerne den Abo-Button, am besten mit Glocke, weil dann kriegt ihr auch eine Information, wenn was Neues draußen ist. Wer mag, kann auch gerne ein Kanalmitglied werden. Den Button findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder direkt unterm Video als Mitglied werden. Ich bedanke mich fürs Reinhauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.